Heute im Test diese zwei USB-Ventilatoren. Ausgepackt sehen sich die beiden Ventilatoren zum Verwechseln ähnlich. Es gibt jedoch eine Funktion, in der sich die beiden unterscheiden. Doch kommen wir nun erstmal zum Design. Die beiden Ventilatoren sehen, wie gesagt, zum Verwechseln ähnlich. Auf der Unterseite befinden sich bei beiden Ventilatoren ein kleiner USB-Stecker mit einem 30 cm biegbarem USB-Kabel. Auf der Vorderseite findet man den kleinen Motor mit dem Propellerblatt und dem An- und Ausschalter. Doch schließt man nun die Ventilatoren an den Computer bzw. an ein USB-Netzteil an, so zeigt sich der Unterschied. Der hier im Bild rechte Ventilator setzt eher auf knallige bunte Lichteffekte, die sich schnell im Kreis drehen, der linke eher auf einen Text, der sich alle 5 Sekunden ändert und ebenfalls im Kreis dreht. Damit das überhaupt funktioniert, sind im Ventilatorblatt kleine LEDs eingebaut, die sich beim Drehen in einen Lichteffekt bzw. in einen Text verwandeln. Kommen wir nun zum Fazit. Mir persönlich gefallen beide Ventilatoren gleich gut. Sie sehen beide gut aus und erzeugen schöne Lichteffekte. Der Luftstrom der beiden könnte zwar ein wenig höher sein, aber für einen ruhigen Sommertag vorm Computer reicht das allemal.